Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 6. Dezember. Ich grüße Sie, der Nikolaus hat sicherlich den einen oder anderen schon einen Besuch abgestattet. Für die, die hier wieder das Währungspaar oder besser gesagt vielmehr die Währung Yen Short gesehen haben, war der Nikolaus sicherlich unlängst auch schon wieder reichlich zugegen. Einige starke Bewegungen haben wir hier gesehen, insbesondere auch gestern gerade beim Euro gegenüber dem japanischen Yen. Doch diesen wollen wir heute nicht im Schwerpunkt betrachten. Wir wollen heute den Euro gegenüber dem US-Dollar in Fokus nehmen. Nachdem ja das Italien-Referendum in Anführungszeichen verdaut wurde, sehen wir hier die gestrige Tageskerze enorm stark. Und dazu will ich mal ein Update fahren. Wir hatten am Wochenende, beziehungsweise hier auf dem JFD-Desktop, wo auch täglich das Morning Meeting mit Jens Klatt läuft, beziehungsweise auch diverse andere Sendungen zu Indizes und Währungspaaren. Schauen Sie ruhig mal vorbei, einfach hier auch folgen und dann können Sie jederzeit unsere Posts sozusagen ja, nachvollziehen, beziehungsweise auch das Live-Trading-TV genießen, einfach auf dem Desktop verweilen. Letztlich hier am Freitag vor den ja, Non-Farm-Payrolls und auch dem Italien-Referendum praktisch hier die Annahme, dass ja grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass Euro-US-Dollar hier von diesem Unterstützungsniveau zwischen 1,05, 1,06 nach oben abprallen könnte. Und wie wir hier sehr, sehr schön sehen, war das mal eine Annahme, die hier durchaus ja, als wahrscheinlich angesehen wurde. Denn wir hatten hier schon einige Nachfragebereiche, die in der Vergangenheit ihre Bestätigung fanden. Und deswegen gehen wir mal vom Tageschart direkt in die Woche. Kleiner Augenblick, so, da haben wir es. So, ja, das ist natürlich genau der Chart, den wir hier praktisch am vergangenen Freitag gepostet haben. Und ja, Sie sehen ja, es gab erstmal ein neues Tief. Ohne Zweifel, es ging hier nochmal in Richtung 1,05, aber dann kamen hier tatsächlich die Käufer wieder zum Zug. Also wir hatten ja gestern eine enorme Rallye, über 200 Pips beim Euro-US-Dollar. Das sieht man nicht mehr alle Tage, die Volatilität ja ein Stück weit eingeschränkt. Obgleich wir mit Blick auf die letzten 14 Tage hier im Schnitt um die ja, 95 Pips am Tag zurücklegen. Das ist ganz anständig. Es gab auch schon schlimmere Zeiten sozusagen, gerade hier zum Sommer. Da hat Euro-US-Dollar nun wirklich nicht viel Bewegung dargestellt. Aber wir laufen jetzt nach oben und hier gibt sich oder ergibt sich vielmehr auf Wochenbasis auch eine schöne Chance und wir müssen das mal ein Stück weit anpassen, denn je nachdem, wie wir jetzt in den Jahresausklang noch gehen, kann Euro-US-Dollar die 1,08 bzw. 1,010 nochmal touchieren. Dennoch der Abwärtstrend, der kurzfristige Abwärtstrend seit dem Frühjahr hier mit dieser Trendlinie sehr schön darstellbar, unverändert intakt. Das heißt, selbst wenn Euro-US-Dollar bis 1,10 steigen sollte, wäre hier überhaupt keine Gefahr gebannt. Vielmehr könnte sich dann sogar ja, eine mögliche neue Short-Chance erschließen. Erinnern Sie sich an das Harmony-Pattern, an das Gartley 222-Muster. Das sagt ja im Prinzip auch aus, dass wir die Parität noch sehen. Und ich vermute auch, dass dies durchaus noch geschehen wird. Und diese aktuelle Erholung könnte sich hier durchaus als schöne Short-Chance darbieten. Allerdings, und das ist auch etwas, was wir hier natürlich darstellen müssen, wir haben hier bullische Saisonalität bis in den Januar hinein. Wir machen mal ein Stück weit eine Vorausschau der kommenden Handelstage. Und da sehen wir hier, dass wir mit einem möglicherweise leichten Dip eigentlich jetzt im Grundsätzlichen hier nur positiven Rückenwind haben von der Saisonalität, was den Euro auch weiter beflügeln kann. Ja, und wir laufen eben hier jetzt just schon in eine erste Widerstandszone rein, 1,08, 1,085. Hier auf Wochenbasis ein ganz klares Cluster, wo das Währungspaar Schwierigkeiten hatte mit dem Durchbruch hier Mitte November, dann im Prinzip auch der Test der letzten Tiefs, jetzt das Erholungssetup und ja, es könnte durchaus noch ein Stück weiter gehen, das muss man ganz klar unterstellen, obgleich natürlich die gestrige Bewegung relativ viel schon an Feuerwerk vollzog. Deswegen gehen wir mal in den Tageschart. Hier die Tendenz unterhalb von 1,065 hat sich erledigt. Ist auch schon ein älterer Chart, den hätte ich eigentlich mit dem Freitagschart gleich mal aktualisieren müssen, hatte ich jetzt nicht getan, aber wir fahren mal hier das Setup fort, haben jetzt praktisch gestern das neue Tief gesehen, Moment, da ist der Fall, so. Und grundsätzlich sieht es jetzt so aus, als hätten wir hier, wir machen mal einen Punkt dazu, dass wir jetzt in einer Phase stecken, die eben hier dafür spricht, dass wir jetzt erstmal nach oben laufen könnten. Das muss man ganz klar sehen. So. Und da gibt es, wie gesagt, in Kürze eine Möglichkeit, 1,085, dass sich das Währungspaar erschöpfen könnte. Oder aber es geht noch ein Stück weiter in Richtung 1,10. Das will ich nicht ausschließen, dass Euro-US-Dollar hier tatsächlich weiter mit Furore nach oben zieht. Machen wir mal hier nicht zu viele Linien rein. Ein Stück weit nach unten ziehen. Das verbessern wir mal. Diese Power Candle sollte auf keinen Fall mehr relativiert werden, mehr als 50%. Das wäre schlecht.
Aber im Prinzip kann es hier durchaus meines Erachtens hier so einen Impuls geben, der in diese Richtung geht. Dann allerdings rechne ich damit, dass wir hier durchaus weitere Tiefs sehen und nochmal nach unten laufen. Also ein bullischer Jahresabschluss könnte hier durchaus erfolgen. Sieht meines Erachtens auch gut aus, technisch dafür. Passen wir kurz mal die Fibo-Levels an, vom letzten Hoch ausgehend bis zum Tief von gestern. So, nehmen wir auch hier diesen Ausgangspunkt. Da sehen wir auch, dass es sich im Prinzip hier diese letzte Korrekturbewegung auch schon bei 1.00 erschöpfen könnte. Nehmen wir die Horizontallinie raus. Sie sehen, wir zeichnen das jetzt hier direkt live ein, um das auch ein bisschen mit dem Charme der Realität zu vergleichen. Gut, also wir haben hier das 61er Fibonacci-Level. Wir können auch das 76er noch dazu nehmen. Das wäre praktisch die maximale Ausdehnung oder das 78er. Gibt es ja zwei Variationen, je nach Rechnungsmethode bzw. Umrechnung. Macht aber keinen großen Unterschied. Letztlich haben wir hier sozusagen die Fibo-Levels. Ja, und hier am 76er, 78er wäre dann ein möglicher Umkehrpunkt, der auch nach Fibonacci eigentlich hervorragend passen könnte. Allerdings wäre das noch im Dezember und insofern auch noch mitten der bullischen Saisonalität. Man darf mal gespannt sein, ob es tatsächlich so kommt. Aber der Erholungszug ist gestartet und jetzt wird es eben spannend sein, ob es hier echt weiter nach oben geht oder ob wir hier nur temporäre Zuckungen sehen, die dann letztlich hier schon relativ frühzeitig auch aufgelöst werden und den Markt dann doch schon nach unten drücken. Also ich denke, die Parität bleibt ein Thema, kurzfristig aber Erholungsmodus und insbesondere dessen, wenn wir unter die Marke von 1,05 nochmal absacken, dann ist es sicherlich hier an der Zeit zu sagen, der Markt läuft doch in Richtung Parität. Aber derzeit, kurzfristiger Ausblick, denke ich, haben wir hier es erstmal mit weiter steigenden Preisen zu tun. Also, das wäre der Blick auf Euro-US-Dollar gewesen für heute. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Nikolaus und kommen gut in den Tag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder auf dem JFD-Desktop, wie vorhin dargestellt, wird es nachher nochmal eine Beschau, ja, wahrscheinlich von einem US-Index geben. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.